So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Arizona-Webinar zum Thema State Parks, National Parks und National Monuments. Und wie angekündigt, ja, konzentrieren wir uns heute ein bisschen auf den Norden, die nördlichen Regionen in Arizona. Ganz zu Anfang noch kurz die Info: Wie üblich, würden wir alle bitten, die Stummschaltung eingeschaltet zu lassen, einfach damit wir ein bisschen, ja, Ruhe haben, uns auf die Präsentation konzentrieren können. Und wir werden auf jeden Fall Zeit für Fragen haben. Also da gibt es natürlich das Chatfenster, was gerne alle benutzen können. Und ja, ihr könnt auch gegebenenfalls, wenn euch das lieber ist, auf Deutsch eure Frage schreiben, dass ich die dann übersetzen würde, wenn das für meine Kollegin ist, oder natürlich gern direkt auf Englisch, wie es euch lieber ist. Und ihr seht die beiden schon hier auf dem Video. Hier nochmal meine Kontaktinformationen. Ja, ich bin Nina Meuter, Ansprechpartnerin für Arizona in Deutschland. Und jetzt wechsle ich einmal kurz auf Englisch, um meine beiden Kolleginnen vorzustellen. I have Jessica Remington, my colleague. She's the Senior Travel Industry Marketing Manager of the Arizona Office of Tourism. Hi, Hello. Jessica. Hi, Nina. And we have Sarah Harvey. She's the Chief of Interpretation of the Petrified Forest National Park, which is in Northern Arizona. Hi, Sarah. And yeah, so what we're gonna do first, before we start, we have a poll, which we would like to ask you. Sorry, I'm switching back to German. Wir haben eine Umfrage noch, die wir gerne stellen wollten heute. Und zwar sind wir einfach ein bisschen neugierig, um zu hören, wie ihr auf das Webinar aufmerksam geworden seid. Da würde ich euch jetzt bitten, einmal kurz, jetzt müsstet ihr es nämlich sehen, zu antworten und uns ja Bescheid zu geben, wie ihr mitbekommen habt, dass wir dieses Webinar heute veranstalten. Gib mal ein bisschen Zeit. Damit alle antworten können. Und dann auch noch der Hinweis, wir werden auch ein Gewinnspiel haben, also ganz am Ende, das werdet ihr dann sehen, das erkläre ich dann auch nochmal. Haben wir eine Quizfrage, da könnt ihr dann einen Wunschgutschein gewinnen, alle, die gerne am Gewinnspiel teilnehmen möchten. Und da gibt es dann eine Frage, wenn ihr eben gut zugehört habt, könnt ihr die dann auch definitiv beantworten. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und ich glaube, jetzt hat die Mehrheit auch geantwortet. Dann gucke ich einmal kurz und ja, die Mehrheit hat es über den Travel Counter Junge Reiseprofis Newsletter mitbekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal für uns interessant zu wissen. Und damit, ja, starten wir dann jetzt auf unsere virtuelle Reise. Einmal als Überblick hier ja, die Karte, die Übersicht. Ich weiß, es ist ein bisschen verschwommen. Ich will hiermit auch einfach nur deutlich machen, dass wirklich im gesamten Bundesstaat die National Parks, National Monuments und State Parks verteilt sind. Also es erstreckt sich nicht nur auf eine Region. Wir haben eben die drei Nationalparks, den Grand Canyon Nationalpark, den Petrified Forest Nationalpark im Norden und den Saguaro Nationalpark im Süden, wobei wir eben ja heute nur die beiden im Norden besuchen werden. Wir haben darüber hinaus 19 National Monuments, 34 State Parks überall verteilt, 6 National Forests und zudem auch nicht zu vergessen noch 22 Stämme von Ureinwohnern, die in Arizona beheimatet sind und auf ihrem Stammesgebiet natürlich auch ganz, ganz wunderschöne Landschaften zu finden sind. Ja, und jetzt als Beispiel, der ist natürlich wirklich nur eine Idee, ein Vorschlag für eine Tour, um diese schönen Gebiete zu kombinieren, damit man ein bisschen Gefühl bekommt für die Entfernung. Das kann für die Kunden natürlich definitiv angepasst werden, verkürzt, verlängert, wie auch immer, in einer anderen Reihenfolge, aber einfach so zum Einstieg, damit wir jetzt mal wissen, wie wir uns heute bewegen werden. Und dann habe ich zum Einstieg jetzt jedes Mal immer eine Karte von der jeweiligen Region. Wir werden uns eben in drei Regionen heute ein bisschen aufhalten und da aufgeführt alle Nationalparks und National Monuments und State Parks, die sich dort befinden und dann ja, in Fett markiert denjenigen, den wir besuchen. Wobei teilweise werdet ihr dann merken, da habe ich auch natürlich Parks oder Monuments eingebaut, die ich in der Vergangenheit schon ja, häufiger erwähnt habe, schon viel zu erzählt, die werde ich dann nur kurz behandeln, sodass wir uns ein bisschen darauf konzentrieren können, auf unbekanntere State Parks und natürlich auch nachher auf den Petrified Forest National Park, über den Sarah uns mehr erzählen wird. Und dann ja, fliegen wir jetzt quasi erstmal zum Phoenix Sky Harbor International Airport.
von wo aus unsere Reise dann ein bisschen nach Osten losgeht, zum Lost Dutchman State Park hier östlich von Mesa gelegen. Und genau, ich habe da immer noch so eine Karte, dass man ein bisschen schon mal eine Idee hat, wie wir uns auf der Route befinden. Es sind etwa 45 Minuten Fahrzeit vom Flughafen. Und ich habe über den Lost Dutchman State Park schon in der Vergangenheit ein bisschen gesprochen. Es ist aber einfach ein super schöner State Park, der eben in dieser Greater Phoenix Region liegt, der sehr, sehr beliebt zum Wandern ist. Deshalb wollte ich ihn heute auch noch mal ein bisschen aufgreifen. Zum Namen, der basiert auf der Legende eines Holländers, der hier ja vor 100 Jahren aus den Bergen mit einem Beutel voll Gold gekommen sein soll, also hier Gold gefunden hat. Und seitdem waren viele, viele Menschen auf der Suche nach Gold, allerdings erfolglos. Demnach ist natürlich die Frage, ob es diesen Holländer gegeben hat. Nichtsdestotrotz wurde der State Park danach benannt. Wandern habe ich gerade schon angesprochen, ist so eigentlich so die Hauptaktivität, die hier für den State Park steht. Es gibt sechs Wanderwege, die sich im Park befinden und der Schwierigkeitsgrad ist wirklich sehr unterschiedlich. Also von einem leichten Spaziergang, das wäre zum Beispiel auf dem Native Plant Trail, bis hin zu wirklich anspruchsvoller Wanderung auf den Siphon Draw Trail bis zum Gipfel des Flat Iron. Also da hat man wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, was einem das vorschwebt. Landschaftlich sieht man hier, wir befinden uns ja eben in der Region Greater Phoenix in der Sonora-Wüste. Man hat auch das ganze Jahr über hier wirklich schöne Wüstenpflanzen, die man im Park sehen kann. Natürlich auch ein bisschen Tierwelt, da gehören hier die Maultierhirsche, Kojoten, Javalinas und Hasen dazu, die man hier sehen könnte. Und ansonsten gibt es im Park verteilt auch wirklich einige schöne Picknickplätze. Je nachdem, wie viel Zeit die Kunden dann haben, worauf sie Lust haben, kann man hier schön Zeit verbringen. Zum Ort, also es ist in der Nähe, habe ich hier auch aufgeführt von Apache Junction. Also man kann den State Park auch gut verbinden mit irgendwelchen Ausflügen, zum Beispiel zur Goldfield Ghost Town, zum Superstition Mountain Museum. Das sind ja alles Dinge, die wir auch in vergangenen Webinaren schon erwähnt und behandelt haben. So, und dann machen wir uns jetzt eben auch direkt auf den Weg in den Norden und da besuchen wir das Tonto National Monument. Und zwar liegt das hier so ein bisschen nördlich von den Communities Globe Miami. Und da sehen wir auch nochmal auf der Karte, es sind etwa 1 Stunde 30 Minuten Fahrzeit vom Lost Dutchman State Park, also Richtung Richtung dem Theodore Roosevelt Lake, den wir hier auch auf der Karte sehen. Und im Tonto National Monument sind zwei Klippenwohnungen, die kann man hier auf dem Foto auch sehen, im Salado-Stil. Das heißt, man ist hier so ein bisschen auf den Spuren der Ureinwohner, die hier ihre Behausung gebaut haben, und zwar zwischen 1250 und 1450. Man hat von hier oben natürlich ganz, ganz tolle Aussichten auf diese Wüstenlandschaft. Und ich habe schon gesagt, es sind zwei Wohnungen. Es gibt einmal die Upper Cliff Dwellings und die Lower Cliff Dwellings, die man sich hier eben anschauen kann. Die liegen eben an dieser steilen Klippe, wie man hier erahnt. Und die Upper Cliff Dwellings können nur mit einer Führung besichtigt werden. Also wenn Kunden da jetzt wirklich Interesse haben und auch viel Zeit mitbringen wollen im National Monument, dann finden von November bis April 3 oder mehr Führungen pro Woche statt. Die Tour dauert auch so 3 bis 4 Stunden, weil man dann sich schon 5 Kilometer hier auf dem Gelände bewegt. Alternativ gibt es eben diese Lower Cliff Dwellings, die man sich auf eigene Faust ansehen kann. Die sind eben wesentlich einfacher auch erreichbar. Und da ist so im Durchschnitt 1 Stunde, die man da so vorschlägt zu verweilen. Generell gibt es auch hier wieder einen schönen Wanderweg und auch Möglichkeiten, Picknick zu machen. Hier ist der Tonto National Forest, einer der National Forests natürlich auch nicht weit. Und da das Campen im National Monument jetzt zum Beispiel nicht erlaubt ist, hätte man da Campingplätze dann eher im National Forest als Alternative, wenn Kunden mit dem Wohnmobil unterwegs sein sollten. Oder auch rund um den Theodore Roosevelt Lake gibt es auch verschiedene Campingplätze. Für Mietwagenrundreisen, also wenn eben kein Campingplatz gefragt ist, sondern andere Unterkünfte, wenn jetzt zum Beispiel Miami und Globe hier die nächstgelegenen Gemeinden. Ja, dann bewegen wir uns jetzt noch weiter nördlich. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, noch mal ein bisschen fett markiert, wo wir hinfahren werden. Das sehen wir ja gleich auch noch mal auf den Etappenkarten. Also erst hier zum Lehman Lake State Park, noch weiter östlich hier bei St. John's, von wo aus wir uns dann auf den Weg zum Petrified Forest Nationalpark machen. Und wenn Sarah uns dann ihren Nationalpark vorgestellt hat, geht es weiter. Entschuldigung, hier Richtung Osten zum Canyon de Chelly National Monument, das ich auch schon häufiger präsentiert habe. Natürlich wird im Norden Arizonas der Grand Canyon Nationalpark eingebaut und dann bewegen wir uns hier Richtung Flagstaff,
Also kommt dann noch das Wupatki National Monument auf unserer Route heute vor und auch noch der Historic State Park in Flagstaff. So, und dann haben wir eine Fahrt von ja, guten 3 Stunden, die wir jetzt Richtung St. John's machen zum Lehman Lake State Park. Und dieser Lake, also der See ist ein Stausee, der ist durchs Aufstauen des Little Colorado River als Bewässerungsreservoir angelegt worden. Und ja, deshalb ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass vor allem Wassersportaktivitäten hier so ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind in dem State Park, also sehr beliebt natürlich auch dafür. Und der Lehman Lake ist auch eines der wenigen Gewässer im Norden Arizonas, für das es keine Größeneinschränkung gibt bei Booten. Also falls Kunden da wirklich Spaß an Bootstouren haben, da sind sie hier am richtigen Ort. Entscheidend ist, das westliche Ende des Sees ist zum Beispiel mit Bojen abgesperrt, also auch Angler kommen hier auf ihre Kosten. Durch die Bojen soll eben sichergestellt werden, dass der Bereich dann für die Angler zur Verfügung steht und nicht befahren wird. Der große Rest des Sees ist eben von Booten jeglicher Art, also Motorbooten, Segelbooten, Kanu, Kajaks, natürlich auch Wasserski zu nutzen und eben, ja, gibt auch viele Möglichkeiten, das hier auszuüben. Wandern ist natürlich auch wieder möglich, wie eigentlich in allen Stateparks. Gibt auch verschiedene Wanderwege hier im Gebiet. Und falls hier auch wieder ein bisschen Interesse ist an dem kulturellen, geschichtlichen Hintergrund, bieten Ranger des Stateparks saisonal auch eine Tour zum Rattlesnake Point Pueblo an, also eine Stätte aus dem 14. Jahrhundert, die hier erhalten wird. Und da haben die natürlich auch ja, spannende Informationen, die sie dazu teilen. Dann fahren wir jetzt weiter zum, wie schon erwähnt, Petrified Forest National Park. Etwa 1 Stunde und 15 Minuten, bis wir zum Südeingang in den Park reinkommen. Ich erwähne das schon mal. Es gibt eben den Süd- und den Nordeingang, was vielleicht nicht allen ein Begriff ist. Es gibt eine Straße, die durch den Park durchführt. Also die Kunden werden auf unserer Route das auch machen und aus dem Nordeingang den Park wieder verlassen, um sich dann eben noch weiter nach Nordosten zum Canyon de Chelly National Monument zu begeben. Aber jetzt möchten wir natürlich erstmal einiges über den Nationalpark hören und vor allem auch sehen. Und deshalb wechsle ich jetzt auch wieder ins Englische. And yeah, I welcome back Sarah. I just told everybody that on our itinerary we just entered the National Park from the southern entrance and that we will depart from the northern entrance on our way to Shinle to the Canyon de Chelly National Monument. But I'm sure everybody is interested and excited to hear what we can see and do and discover in the National Park. And I know you have lots to show and tell us, so I hand it over to you. Okay, thank you. All right, next slide. Yes. Guten Tag, everyone. My name is Sarah Hervé, and I have been at Petrified Forest National Park for 12 years. I'm still learning a lot about the place because it's a big place and there's lots of stories, and I'm excited to share with you today. The park was originally established as a national monument back in 1906. It was, one of the first national monuments. And then as the park grew in size to include parts of the red part of the Painted Desert, which you're going to see on some of my slides today, it became a national park in 1962. National monuments can be established by a president without the help of Congress, but a national park actually has to include Congress. So it was kind of a big deal for us to become a national park. And we have been doing over 100 years of scientific study of the geology and paleontology in the park. Go ahead, next slide. So the park was first protected. Uh-oh, can we go back? There we go. So the park was first protected because of the concentrations of petrified wood that are found in the area. It is one of the largest deposits in the entire world. Go ahead, next slide. And you can see that, it varies in color, and there's, lots of different sort of types of deposits. You can see that there's some that is, very, very sort of like colorful and reddish. And then there's others that are kind of this like brown color. And sometimes they're tumbled down, hills like the slide on, well, on my right. Other times they're literally laying out as if, the tree fell down and that's how it was left. Go ahead, next slide.
And in some cases, when it's polished, the colors really become very vibrant. And this is a close-up of what we call rainbow wood. So the petrified wood is obviously a big part of the story, but it's not the whole story. As we have studied the geology and discovered more fossils, we're able to see a different sort of side of Arizona from the late Triassic. What we're able to see are plants and animals that lived here, you know, over 200 million years ago, and what is now sort of a dry grassland environment was at one time a very sort of rich, sort of tropical, semi-tropical kind of environment. And we can tell that from looking at the fossils. In these pictures, we're seeing artistic renditions of some of the animals that lived here during the late Triassic when the trees were standing tall rather than on their sides as stone logs. Some of the other fossils that we find that are evidence that there was, you know, significant amounts of water here are things like freshwater mussels, snails, the oldest crayfish, we found that in the park, lungfish, coelacanths, you know, and other animals that rely on water to survive. We also find the teeth of hypodont sharks, which are a type of freshwater shark. Sorry, next slide. Okay. Phytosaur fossils, they're one of the more common fossil that we find. Phytosaurs were these gigantic crocodile ancestors that were, you know, kind of ruling the landscape during the late Triassic. We find a lot of different types of phytosaurs, and some of them got to be quite huge. The one in the picture that shows the, you know, the silhouette of the man, that one's about 30 feet long. And they share definitely some similarities to modern crocodiles and alligators, but they had some pretty significant differences as well. It's interesting to see how the crocodile form has continued to evolve over the years. And back in the Triassic, crocodiles or crocodilomorphs were probably the primary predator of the time. Next slide. Also living in those Triassic waters were animals that are similar to like a giant salamander. So they were giant amphibians called metoposaurs. And we find a lot of their skeletal remains buried in the sediments at Petrified Forest. In fact, we're working on one right now in the lab, and I have another slide that'll show you how significant that is. They were interesting animals. They have this ornamentation on their skulls and on most of the bones in their body, which probably allowed them to feel, you know, sort of slight changes in the water or the current as they were swimming around. They were probably very opportunistic predators, just, you know, swimming around in these dark Triassic waters. And they could open their mouths really large and, you know, just sort of like suck in whatever was unfortunate enough to be swimming by. We have a sort of a joke that we call them toilet seat heads because their heads are quite flat and they actually are about the same shape and size as a toilet seat. Next slide. And then along, you know, probably the banks of these Triassic rivers would have been maybe the Triassic equivalent of you know, deer or other animals that are on the land. These guys are called aetosaurs. They're also related distantly to crocodiles and alligators, but they were probably more, you know, herbivorous or maybe they ate insects, and that's based on just looking at their teeth. They had really small little peg-like teeth. And they also were covered in this bony armor that you can see. Some of them even had spikes on along the sides of their necks, which, you know, may have been for protection or for, you know, showing off to the ladies. We don't know for sure, but the ornamentation on the armor is what is, it sets them apart from each other in terms of
you know, different species. So we can tell different adasaurs by looking at the ornamentation on their armor. Also hunting on the land were these animals called Rauisuchians. This one is Prostosuchus. And a lot of people see this and they go, oh, dinosaur, it looks like T-Rex. And in a way it does, but when we look at the skeleton itself and particularly the ankle bones, what we can discover is that these are also distantly related to crocodiles and alligators, so crocodilomorph. They had a sort of a similar lifestyle. This is a great example of form follows function. They, you know, were predators. And so they have that sort of body plan that is similar to other predators that came along later, you know, things like T-Rex and some of the other predatory dinosaurs. But these guys definitely would have been, you know, cruising around on the landscape, eating adasaurs and whatever else they could come up with. And of course, we can't leave out dinosaurs. In the late Triassic is when some of the first of many things, including dinosaurs, show up on the scene. The dinosaurs that we find at Petrified Forest are actually quite small, maybe the size of, you know, large turkeys. They were definitely not the monsters that came along later, but you know, they probably ate smaller critters, but they were also probably preyed on pretty heavily. So back in the late Triassic, the plants were also different. There were no flowers, and which is kind of strange for many of us to think of, because when we think about eating food like fruit or, you know, or many of our salad items, probably all of our salad items, or, you know, broccoli or these things that, you know, are part of our normal diet, those are all from flowering plants. So back in the late Triassic, there were no flowering plants. There weren't grasses the way that we know them today. There were things like, go ahead, next slide. There were things like ferns and cycads and, you know, things that, you know, ginkgos, equisetum, things that, you know, probably weren't super tasty or nutritious. But yeah, flowering plants had not evolved yet. And so these are just fossils of plants that we've found. And these are sort of the modern equivalents of those plants. And most of them in some way or another, or their descendants are still on the planet today, and they live in, you know, different parts of the world. And it really is the fossils that are telling us this story. We look at the fossils and we compare it to, you know, things that we understand about our modern ecosystems. And that's how we kind of put this picture of the past together. But, you know, people have also been here, not 200 million years ago, but we do have a significant archaeological record in the park. The archaeology dates back to about 13,000 years of occupation within the Petrified Forest area. And we know that because of looking at some of the artifacts that are left behind, things like pottery. We also find, here's another example of pottery. Rarely do we find a whole pot like the previous slide. Usually we find pieces like this, but we see a whole, you know, array of different types of pottery and different designs, which, you know, if you're looking at sort of a timeline of people living here, you can trace, you know, some of the pottery styles, you know, back to particular times when people were living here. And I mean, they're still here today. In fact, many of these artifacts are from what we consider ancestral Puebloan people. Those people's descendants are still here in the park today. We also have significant amounts of rock art in the park. These are petroglyphs, so they're actually pecked into the rock. We do have areas where we have pictographs, which are paintings, but primarily, you know, when you come to visit, you can see panels where there's petroglyphs. And there's lots of amazing symbols, you know, on these panels, some of which are, you know, different kinds of animals, some of which are just geometric shapes.
And, you know, we try really hard not to try to interpret, you know, too much about what these mean, because, you know, there's really nobody around that can tell us definitively what they mean. And it's always a matter of opinion. So we just let them be there and for people to enjoy. And so you can see some of the other evidence that is here. Go ahead and click one more time, Nina. And maybe, yeah, one more. So we also have buildings, or the remnants of buildings that were made out of petrified wood, because of course that's a major resource in the area. The petrified wood was also being used to make arrowheads, which are extremely beautiful, because we don't have, you know, a local source of obsidian, for example, which is a very common tool making rock. We have, you know, petrified wood, which is very glassy and can break, you know, into nice planes where you can sharpen it and so forth. So it was probably a major trade item for people. I think there's one more. Go ahead. Yeah, and that's just a close-up of one of our other panels. And then this is an area where you can go and walk around an ancestral Pueblo and village. It's called Puerco Pueblo. And it's fascinating. You can see petroglyphs there and get sort of an idea of what, you know, the life for people living out here, you know, 1,000 years ago might have been like. And there's another example of a point or an arrowhead that was made out of petrified wood. And as I mentioned, I mean, you know, the descendants of the people that lived at Petrified Forest are still here. We have cultural demonstrations where they come and they do dances, you know, in traditional ceremonial clothing. We have, you know, many artists that come and actually show us, you know, how they do their weavings, how they make their jewelry. It's really still a very sort of like dynamic area to learn about these cultures. The park also preserves more sort of recent history. We're very popular amongst people that are into Route 66. You can actually walk along a section of Route 66 and you know, see the old telephone poles. We're one of the only parks that preserves a section of Route 66. While you're visiting the park, you can also see some of the wonderful animals that call it home. These are pronghorn. This is an example of one of the wildflowers that it's a mariposa lily. And especially during the summer when we get our monsoons, we get lots of rainbows and lots of flowers and things come into bloom. You can get out and hike into the wilderness area. At a certain point, the trail literally disappears and you can just wander. If you do that, make sure you have lots of water. But these are the kinds of landscapes, you know, that you can literally get out of the car and just start walking around and experiencing this place. It's very colorful. It's very moody. There's, you know, petrified wood everywhere. It's you know, it's an amazing experience to go and walk amongst the logs. This is just a hill with petrified wood on it. And you can see there's a little person there for scale. Our landscapes are pretty big out here. Big sky, big landscape, lots of color. There's a gigantic log on a pedestal, and then, you know, all those little pebbles and things that are in the foreground, that's all like pieces of petrified wood and the remains of Triassic rivers. This is the red part of the Painted Desert. It's in the northern section of the park. You can see views of it as you're driving through the park. You can get down and hike around in it. It's really quite something. This is an area that you can hike to called the Devil's Playground. It does require a free permit because we try to limit the number of people that go out there, but you can hike around in the Devil's Playground and see all these amazing formations and hoodoos. And I mentioned monsoons. A lot of times you'll see landscapes like this in the summer where there's dark sky and then, you know, brightness from where the sun is shining. And that's usually telling you a storm is coming.
We do have a National Historic Landmark. It's called Painted Desert Inn. It was actually a roadside attraction for people traveling on Route 66 and even earlier. Today it serves as a museum and we hold our cultural demonstrations there. It's been closed because of COVID, but eventually we'll be open again. And it's a wonderful place to visit and learn about some of the, sort of the westward expansion, as we say, of the park. People coming from the east and discovering areas in the west and homesteading them. And the building itself is quite beautiful. It's a great place to bring the family. You can, whatever that family might look like. We're very dog friendly and kid friendly. You can take your dogs on the trails. We also celebrate them with a Bark Ranger program. You can explore some more about the paleontology by talking to a paleontologist in the laboratory. So we have what's called a demonstration fossil laboratory where you can go and, interact with a paleontologist who works for the Park Service, and they'll explain some of the things that they're working on, current science that's going on. A good example of this is a Metoposaur skull that was discovered recently. I talked about Metoposaurs in an earlier slide, giant salamanders, toilet seat heads. So we discovered one and have been preparing it or cleaning it, and it's significantly larger than most Metoposaurs that we find. So that's been kind of exciting. You can see on the, can you go back one more? Yeah. Thank you. So you can see just by looking at the scale bar, the smaller skull is more typical, and then the one that's got the hand near it is the one that we're working on. So that's something you could see today in real time. And then on the flip side, we find these teeny tiny little jaws of various lizards and other reptiles. And this is just an example of the sort of breadth that we're working on in the paleo lab, where we're working on large things and then super tiny things under a microscope. Kids love it because also they can get out and run around, get the wiggles out. We have a junior ranger program, so they can do a little activity book and they can earn a badge. There's also opportunities to get out and camp in the wilderness. It does require a free permit, but you can hike out into the wilderness area and camp. And the silence that we have here is really unique in this day and age. It's also a great opportunity to be able to see the night skies that are so well preserved here. For folks who really like to do, more adventurous things, go hiking, longer hikes than just regular trails, we have an off the beaten path hiking series. So people can come into the visitor center and just ask us about the off the beaten path hiking guides. And it's a free guide that we give people. And there's just these different destinations that you can go to and see some really unique landscapes. So Onyx Bridge is one example. We have several sort of quote unquote bridges in the park. They're basically petrified logs that the sediments beneath them have weathered away and the logs turn into a bridge. So Onyx Bridge is a popular one for people to go hiking out to. The Historic Blue Forest is a wonderful trail that's long and a little bit treacherous, but the views are worth it. Again, Billings Gap is an area in our expansion lands that has incredible scenery, and
for people who like to explore, this is a good area to go explore in. This is one of my favorites. I helped scout this one. It's rather long. It's about 8 miles, but it takes you into this area that we call Red Basin. And it also takes you past an area where there's fossil clams, like I had mentioned earlier, you know, probably millions of them preserved in these rock walls. It's really quite something to see. Jasper Forest Road is a neat area to go down into. It was an old road that we decommissioned so that we could protect the petrified wood, but now you can hike down in there and you're literally surrounded by, you know, thousands of petrified logs and little beautiful little pieces of petrified wood. And it's a lot of fun for families to go down in there because you can sit on the logs, you can interact with them, you can just run around. There's, you know, lots of space to explore. So that's one I highly recommend. And, you know, just more opportunities to take in the scenery and get away from, you know, crowds and other visitors if that's what you desire. So the nearest town, it's our gateway community. It's called Holbrook. And it's a really a classic Route 66 town. There's, you know, businesses that are still in business after all these years, even after, you know, Interstate 40 replaced Route 66. The town still celebrates, though, that sort of history. And for people that are Route 66 enthusiasts, it's really worth a visit. And there's lots of restaurants and places to stay. And it's got, you know, sort of like Old West character. Thank you. Thank you, Sarah. So I have one question in the chat, which mm-hmm. I wanted to ask. If you find fossils, can you take them with you when you're in the mm-hmm. park? That's a great question. So everything within a national park, no matter what national park it is protected. We ask that people always, you know, leave everything that they find, or, you know, we have a saying, you know, leave only footprints, take only memories or photographs, so that, you know, people that come after you can enjoy them. Sometimes people do take things and it's really a shame because once you remove something like a fossil, you have taken it out of its scientific context. So even if you were to return it, if we didn't know where it came from, we wouldn't be able to put it back. So we do ask that you don't do any collecting while you're in the park, leave things as they are for others to enjoy and for us to continue learning about the late Triassic. Okay, thank you. Mm-hmm. So if there are more questions coming up, we will have time again at the end of the presentation. You will still be with us, Sarah. So I think we'll continue with a virtual road trip and we just see if there are more questions then. Okay. Afterwards. Okay. Thank you. Genau, also wir machen dann erstmal weiter und wie gesagt, gerne im Anschluss sonst auch nochmal Fragen an Sarah. Sie ist auf jeden Fall noch da und wird sie auch gerne beantworten. Da machen wir uns jetzt auf den Weg weiter nach Nordosten, wie angekündigt. Ist auf der Interstate 40 eine gute anderthalb Stunden Fahrt zum Canyon de Chelly National Monument beim Ort Shinley. Habe ich auch schon viel darüber erzählt, ist sicherlich daher auch einigen hoffentlich ein Begriff. Nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, liegt auf dem Land der Navajo Nation. Das National Monument, wenn man das besucht, muss man keinen Eintritt bezahlen. Das heißt, die Kunden könnten auf jeden Fall am Rand der Schlucht entlangfahren, am South Rim, am North Rim. Am Ende des South Rim Drives gibt es einen Aussichtspunkt, wo man diesen Blick, wie auf dem Foto, auf den Monolithen hat, den Spider Rock, der hier in den Himmel ragt und auch ein heiliger Ort für die Navajos ist. Es gibt auch den White House Ruins Trail, den habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist der öffentliche Wanderweg, das heißt, auf den kann man sich eben auch begeben. Hin und zurück vom Parkplatz aus sind das 4 Kilometer. Wenn man ansonsten gerne weiter in den Canyon möchte, und das würden wir auch unbedingt empfehlen,
braucht man dafür einen zertifizierten Navajo-Guide. Also da die Navajos eben auch immer noch leben, ist das eben auf eigene Faust nicht möglich. Man hat aber unterschiedliche Möglichkeiten, ob per Wanderung, als Ausritt oder es werden auch Jeep-Touren angeboten. Man kann sich die Ruinen anschauen, man kann sich auch hier Felszeichnungen anschauen, eben zu Monolithen. Da sollten Kunden auf jeden Fall so eine Tour machen und mit einem Navajo-Guide da eben sehr, sehr viele Informationen mitnehmen können. Und es gibt auch hier einen Campingplatz, das ist der Cottonwood Campground, falls eben Kunden mit Wohnmobil unterwegs sind. Ansonsten wäre eben Chinle der nächstgelegene Ort dann für andere Unterkunftsmöglichkeiten. Dann fahren wir etwa 4 Stunden jetzt nach Westen, um dann zum Grand Canyon Nationalpark zu kommen. Über den habe ich schon sehr, sehr viel erzählt. Der ist auch sicherlich allen ein Begriff, deshalb mache ich es kurz. Wir fahren jetzt hier auf der Route durch den East Entrance rein. Das ist eben auch diese landschaftlich schöne Route. Nochmal zur Erinnerung, der Desert View Drive. Die Straße zieht sich quasi an der Schlucht entlang. Man hat ganz, ganz tolle Blicke in den Canyon. Es gibt natürlich immer wieder Aussichtspunkte, wo die Kunden anhalten können. Und dieser Desert View Drive, also das ist die State Route 64, die endet dann am Grand Canyon Village, also am South Rim. Und wie gesagt, auf dem Weg hat man schon zahlreiche Möglichkeiten, wirklich den Grand Canyon zu bestaunen. Und ansonsten, je nachdem, wie viel Zeit die Kunden im Nationalpark verbringen möchten, kann man eben ja vom Grand Canyon Village auch, vom Visitor Center dann Shuttlebusse nehmen, noch zu weiteren Aussichtspunkten, zu Wanderwegen und den Park noch viel, viel intensiver erkunden. Ja, auf unserer Route machen wir uns dann jetzt auf Richtung Flagstaff. Und bis zum Wupatki National Monument sind es etwas mehr als 1,5 Stunden Fahrzeit vom Grand Canyon Village. Das National Monument liegt landschaftlich eben auch in diesem Bereich der Painted Desert, wo wir auch im Petrified Forest National Park ja gerade schon waren. Da haben wir einige Bilder auch schon gesehen und dem Ponderosa Hochland. Und hier haben die Vorfahren der heutigen Hopi Pueblos errichtet, also diese Wupatki-Pueblos. Und zwar sammelten die ersten Siedler hier ihr Wasser aus der Wupatki-Quelle, das etwa 100 Meter von dem Pueblo entfernt war. Und diese alten Behausungen werden hier eben geschützt und können besichtigt und besucht werden. Hier kann man mit Wupatki-Rangern zum Beispiel auch geführte Wanderungen machen zu Orten im Hinterland, die sonst halt nicht zugänglich wären. Und das Wupatki National Monument ist auch ein ausgezeichneter Dark Sky Park. Dann werden in Arizona ja mehrere, die von der International Dark Sky Association ausgezeichnet sind. Dieses National Monument ist auf jeden Fall eins davon. Dann vielleicht noch als kleiner Tipp, falls Kunden da wirklich Interesse auch an den National Monuments hier in der Region haben, der Eintritt für dieses National Monument beinhaltet auch automatisch den Eintritt zum Sunset Crater Volcano National Monument, das auch eben unweit von Flagstaff gelegen ist, was ich aber auch schon ein paar Mal vorgestellt und deshalb hier in die Route nicht eingebaut habe. Ja, Unterkunft, nächstgelegen wären dann natürlich in Flagstaff, wo wir uns jetzt auch hinbegeben. Und zwar ist es eine gute halbe Stunde Fahrzeit vom National Monument noch. Und dann erreichen wir die Riordan Mansion, die ist ein offizieller State Historic Park. Die Brüder Timothy und Michael Riordan gehörten zu einer der prominenten und wohlhabenden Familien Arizonas. Und gemeinsam haben sie eben dieses Haus gebaut oder diese Villa. Und zwar sind das zwei fast identische Herrenhäuser, die durch einen Gemeinschaftsbereich eben dann verbunden wurden. Beide Brüder haben dann auch zwei Schwestern geheiratet, sodass, jede Familie ein Herrenhaus bewohnt hat und sie da eben gemeinsam gelebt haben. Und 1983 hat die Familie das dann an Arizona State Parks eben übergeben und seitdem ist es ein geschützter State Historic Park. Wenn Kunden da eben Interesse an der Geschichte Flagstaffs haben, kann das natürlich besucht werden. Es gibt hier tägliche Führungen, um sich einfach so ein bisschen auch mit der Geschichte der Familie zu beschäftigen. Ja, und dann verlassen wir jetzt quasi den Norden und kommen wieder in die Region North Central Arizona, wo wir von Flagstaff aus natürlich die Route nach Sedona machen und dann in den Red Rock State Park fahren und dann hier weiter südlich vom Verde Valley und noch nördlich von Camp Verde gelegen, das Montezuma Castle National Monument uns anschauen und dann hier noch heute Richtung Payson uns begeben zum Tonto National Bridge State Park. Ja, über den Red Rock State Park und auch die Strecke, die wunderschöne, die durch den Oak Creek Canyon führt, habe ich auch schon in der Vergangenheit viel erzählt. Das ist bestimmt auch der Mehrheit auf jeden Fall ein Begriff und sicherlich auch häufig dann bei Kunden sowieso eingebaut. Deshalb hier einfach der Vollständigkeit halber
nur noch mal die Karte und das Bild. Es gibt natürlich unzählige Wandermöglichkeiten, um diese ikonischen Sandsteinformationen zu erkunden, mit dem Jeep, mit auch wieder per Ausritt oder Helikopter. Also da haben die Kunden natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dann begeben wir uns eben weiter auf den Weg durch das Verde Valley, weniger als eine Stunde Fahrt noch nach Süden, zum Montezuma Castle National Monument. Und das gilt als eine der am besten erhaltenen Felsenwohnungen der Ureinwohner in Arizona. Hier ist es eine fünfstöckige Behausung, die man besichtigen kann mit 20 Räumen. Und der Bau wurde im 12. Jahrhundert begonnen, dauerte etwa 3 Jahrhunderte bis zur Fertigstellung. Und hier werden auch Ranger-Programme angeboten. Also wenn die Kunden da eben Zeit haben anzuhalten, dann ist das definitiv auch eine Empfehlung. Es gibt eine Bandbreite an Themen, je nachdem, was da von Interesse ist. Die Ranger haben da ja sehr viele Themen im Programm und meistens sind es auch etwa nur so 25 Minuten. Also das heißt, da kann man sich auf jeden Fall auch gut Hintergrundinformationen holen und ansonsten natürlich auf den Wanderwegen selber sich das anschauen. Auch hier gibt es wieder schöne Picknickplätze. Also man hat Möglichkeiten zu verweilen, je nachdem, wie viel Zeit die Kunden da verbringen möchten. Ja, und dann als letzten State Park noch, bevor es dann wieder bei unserer Route jetzt zum Abflug geht, ist das der Tonto Natural Bridge State Park. Das ist eine gute Stunde Fahrt eben Richtung Payson, wie schon erwähnt, liegt zwischen dem Ort Payson und Pine. Und wie der Name schon sagt, es ist eben eine natürliche Brücke und zwar die größte natürliche Travertinbrücke der Welt, die hier geschützt wird, also dieser Steinart, etwa 40 Meter breit und die ist 45 Meter über dem Pine Creek, diesem Fluss, der hier durchfließt, wie man auf dem Foto auch sehen kann. Es gibt 4 Aussichtspunkte auf der Brücke, wenn man einfach nur so ein bisschen als Zwischenstopp sich hier aufhalten möchte, ein bisschen Eindruck bekommen möchte. Wir befinden uns immer noch im Tonto National Forest, also Kiefernwälder kann man sich hier am Ufer vorstellen. Wenn die Kunden durchaus mehr Zeit haben und hier verbringen möchten, gibt es hier 4 Wanderwege, die auch in den Pine Canyon hinabführen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, als Zwischenstopp definitiv viele Grillplätze mit Picknicktischen, also auch einfach als Picknickmöglichkeit nochmal auf dem Weg zurück in die Greater Phoenix Region. Campingplätze gibt es dann auch im National Forest zu finden, auch einige Lodges und Cabins, wenn die Kunden mit dem Mietwagen unterwegs sind. Und Hotels findet man ansonsten in Payson, das sind etwa 20 Kilometer vom State Park noch entfernt. Ja, und zurück zum Flughafen sind es dann von hier 1,5 Stunden. Natürlich können die Kunden auch noch Zeit in Greater Phoenix, jetzt in Phoenix, in Scottsdale verbringen. Das haben wir hier jetzt heute natürlich nicht aufgegriffen, weil wir uns ja mit den Parks und den Monuments beschäftigen. Und zum Abschluss möchten wir noch ein Programm vorstellen. Deshalb wechsle ich nochmal auf Englisch, weil meine Kollegin Jessica uns darüber erzählen wird. Jessica, so I just introduced your talking about the initiative, the program Appreciate AZ, and I hand it over to you. Great. Thanks, Nina, and great job. Hello, everyone. As Nina mentioned earlier, my name is Jessica, and I'm the Senior Travel Industry Marketing Manager for the Arizona Office of Tourism, and I'm based in sunny Phoenix, Arizona. So I just want to talk a little bit about our new initiative. So we've recently developed Appreciate AZ, and we designed this to help protect Arizona's natural icons and diverse landscapes. We forged a partnership with the Leave No Trace Center for Outdoor Ethics to promote sustainable tourism. And this partnership led to the creation of Appreciate AZ. And Appreciate AZ is Arizona's brand for responsible tourism. And this program really just ensures that we're doing our part to educate the visitors and residents on how to recreate responsibly in Arizona and keep our state beautiful for this and future generations. Next slide, please. Perfect. And then also, just so you know, when we speak about Arizona's federal, state, and public lands, we also like to acknowledge that these lands are the traditional and ancestral homelands of American Indian tribes. Today, there are 22 federally recognized tribes in Arizona. Next slide. And then also when we started our partnership with the Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, we really wanted to make sure that we built a substantial educational component to this program, because we've learned with Leave No Trace that people form lasting connections with nature when they understand how to really truly protect it. So for people to understand, we really need to educate them.
And we also really want to be part of the solution and help educate our visitors and residents about how to recreate responsibly in Arizona. And I truly believe our partnership with Leave No Trace will help us build the educational programs we need to ensure visitors and residents keep our site beautiful for future generations. And then also one of the best parts of creating our Appreciate AZ campaign was the process of starting with the 7 principles of Leave No Trace and crafting them into guidelines specific to Arizona that promote sustainable tourism practices. So here are just a few of our, actually these are all of our 7 principles. And they kind of range in themes from planning ahead and respecting wildlife to fire safety and respecting our iconic cacti. And the principles serve as a complete guidebook for a sustainable Arizona adventure. Next slide. Perfect. And that's all for us about Appreciate AZ. Thank you. So before I will open the floor again to questions, and there is actually one question for Jessica, but I just switch back to German and explain about the raffle, and then I'll ask if we have more questions. Wie anfangs erwähnt, haben wir also ein Quiz, ein Gewinnspiel mit einer Frage aus dem Petrified Forest National Park. Sarah hat darüber gesprochen. Also wie unterscheiden sich die Pflanzen in der späten Trias, unterschieden sich die Pflanzen in der späten Trias von vielen heutigen Pflanzen? Und ja, wenn ihr Lust habt, teilzunehmen und eben einen Wunschgutschein zu gewinnen, den wir verlosen unter den richtigen Antworten, schickt mir einfach bis nächsten Freitag, 18 Uhr, eure Antwort per E-Mail. Wir haben jetzt so lange Zeit gegeben, damit diejenigen, die die Aufzeichnungen anschauen, eben auch eine Möglichkeit haben. Und ja, dann freue ich mich auf viele E-Mails dazu. Und dann gucke ich jetzt nochmal in den Chat. Also falls noch Fragen sind oder aufkommen, gerne jetzt nochmal in den Chat reinschreiben. Ich hatte zu Anfang eine Frage, die ich dann Jessica jetzt stelle. So Jessica, the question was, and I don't know, that's why I offered to ask you, and if we need to find out, we can include it in the follow-up, because it's not really about the state parks, but the question is, if you know how long the Apache Trail will be closed. You know, that's a really great question, and I'm not entirely sure about the potential opening date for that. I will certainly follow up and find out and let you all know. Okay, because, the question is if it's correct that it's only possible to drive basically until Tortilla Flat and maybe a little behind, but not any further, so. Yeah, that's the what I've heard also, and I don't recall if there's been any plans, but I definitely need to do my research and find out exactly what the plan is, and I will certainly share that information with everyone. Perfect, thank you. Yeah, so I'm asking again if we might have more questions. Wie gesagt, gerne in den Chat stellen, auf Englisch oder Deutsch, falls noch Fragen sind. Und natürlich, falls ja, sonst jetzt aktuell nichts ist, sondern nochmal später. If there are no questions at this point, we have Sarah's contact details here and everybody who gave us the permission to be contacted with a follow-up. Sarah will be happy to share her information, and of course we will also share some information. So yeah, I don't think there are more questions. Nothing more in the chat. So yeah, then I just thank Sarah and Jessica again for taking the time for you this morning to join us and talk about Northern Arizona and especially the Petrified Forest National Park. And thank you to all of you who took the time this afternoon or evening to learn about it. And as I said, we recorded the webinar, so we will definitely send out the recording. And if you have any questions also, of course, regarding other parts of Arizona, other parks we didn't include in this itinerary example, just reach out and let us know. Ja, und dann sage ich schönen Abend, vielen Dank und bis bald. Oh, and before I forget, next Thursday we have the second
webinar coming up about Southern and Western Arizona. So I hope many of you might be able to join us again to hear more about the state parks, national park, Sawao, and the national monuments in this region. Bye, everyone. Thank you. Thank you. Bye.